ziemliches Riskierwas, liebe Zuschauer. Wenn Sie da auch mal dabei sein wollen bei dem Publikum, dann wenden Sie sich einfach an uns. Hier ist echt Stimmung, wie Sie merken. Heute vor 35 Jahren, wissen Sie, was da war? Da endete das wohl bekannteste und berühmteste Rockfestival aller Zeiten, Woodstock. Statt der erwarteten 50.000 kamen 400.000 Blumenkinder. Gigantisch. Heute begrüßen wir erstmal zwei. Der Frank ist 28 Jahre alt, Student an der Uni für Filmwissenschaften. Er spielt Gitarre in einer Rockband und er steht auf Bob Dylan. Monika ist 31 Jahre alt und sie liebt die Lindenstraße. Hallo Monika, hallo Frank, weil du Bob Dylan liebst, gebe ich dir erstmal auch hier. Bitte schön, was haben die denn immer gesagt früher? Weißt du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah ja, ich liebe dich. Dankeschön. Ich liebe dich, bitteschön. Ein Blümchen. Hoffentlich bringt es euch Glück. Ja. Monika, du liebst die Lindenstraße. Ja. Ja, wen magst du am liebsten da als Charakter? Momo. Den Momo. Mhm. Ja, warum? Weil der ist so süß. So süß. Schaust du auch jeden Tag, ja? Mhm. Echt? Irgendwie, ich weiß nicht, diese Serien. Ich muss gestehen, es gibt viele, die ich ganz gerne gucke, aber Lindenstraße komme ich nicht so recht mit. Lindenstraße ist für jeden was dabei. Ja? Bisschen Psycho, ein bisschen Drogensucht, ein bisschen alles. Hast du auch wiederum recht, ja. Ich muss dich jetzt fragen, diese Haare, wie kriegt man die hin? Wie geht das? Die habe ich selber gemacht. Selbst gemacht? Darf ich einmal sowas anfassen? Ja. Hier einmal so? Aha. Da bricht nichts, da schreit einer rüber, da bricht was. Nee, ist ganz weich. Wie macht man das denn? Auftopieren. Und dann? Und dann immer kämmen. Das ist einfach topieren und nie wieder kämmen. Wann hast du dich das letzte Mal gekämmt? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Das ist praktisch, das finde ich gut. So, kleiner Risco, das hier ist für dich. Wo tun wir denn das hin? Hier ins Höschen am besten. So, da hat's Platz. Und ich brauche einen Saalkandidaten. Ich habe noch ein Blümchen in meiner Hand. Wer möchte denn das Blümchen haben? Na? Ja, du vielleicht. Mit dem, ja, warum denn nicht? Hallo, wer bist du? Michael. Michael. Ja. Was ist hier los im Publikum? Gigantisch. Ja, es ist viel los. Freunde von dir? Ja, alles. Alles Freunde, alles Freunde. Heute ist Blumenkinder angesagt, heute lieben wir uns alle. Okay, komm mit. Bitte schön, das sind deine Freunde. Das sind keine Gegner, das sind die Freunde. Jetzt kommen noch mehr Freunde. Verpassen den Namen und alles. So, lieber Risco, du bist auch bereit, wie ich so sehe. Das Mikrofon lege ich jetzt mal hier hin oder hier hin, damit dein Blümchen nicht zerdrückt. So, und wir schauen mal, worum es hier geht. Aha, es geht um, soll ich schon mal verraten? Nein, der Saalkandidat kann noch nicht zuhören, der wird gerade noch ein bisschen abgepudert. Dann ist jetzt erstmal der Frank dran mit seinen 16 Antworten für die erste Runde. Legen wir los. Kenneth Heath, Bob Marley, 10cc, The Who, Santana, Jimi Hendrix, Billie Holiday, Johnny Cash, 10 Years After, Janis Joplin, Country Joe McDonald, The Beatles, Sly and the Family Stone, Crosby, Stills and Nash, Jefferson Airplane und Joe Cocker. Lieben Dank an den lieben Frank. So, Michael, du bist der Saalkandidat. Bevor wir hier alle vor Liebe zusammenfallen, kommt jetzt Michael dran. Und zwar 50 Mark für die erste richtige Antwort, dann kommen 100 dazu, dann 150. Vorsicht, falsche Felder heißt oder heißen Geld weg. Der nächste ist automatisch dran, ansonsten kannst du auch abgeben, wenn du möchtest. Und jetzt kommt die Frage zu unseren Antworten. Welche Rockgruppen bzw. Solo-Interpreten waren in Woodstock dabei? 11 sind richtig, 5 sind falsch. Michael, es geht los. Also, wir haben ein Zeitlimit, wenn du dich ausholst. Jimi Hendrix. Sehr gut. The Who? The Who? Ja. Joe Cocker? Das heißt 150 Mark weg ist. Tut mir leid, Michael, ich wollte es gerade sagen. Aber wenn das Zeitlimit kommt, dann ist das Geld weg und der nächste ist dran. Das heißt Monika. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Michael, da macht das noch nichts. Monika, schnell. Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone. Ja, sehr gut. Joe Cocker. Joe Cocker. Na klar. 10 Years After. Ja. Kenneth Heath. Ja. Damit hast du schon 900 Mark. Crosby, Stills and Nash. Das geht ganz schnell bei dir, Monika. Sehr gut. Janis Joplin. Und was? Oh,
da hat der Frank ganz schnell reagiert. Leute, beim Hotspot, da müsst ihr hinten draufschlagen. Michael, hast du es nicht gewusst? Doch, doch, aber. Ja, aber. Okay, Frank, schnell reagiert. Was möchtest du? Geld? Noch hast du ja 0 Mark? Oder lieber einen Preis? Lieber einen Preis. Gut, bitte. Damit liegen sie voll im Trend mit dem leichten Alufahrrad Freetime von Kettler. Dieses Touring-Modell mit 21 Gang Fichtel- und Sackschaltung und ergonomisch geformtem Lenker bringt sie leicht und sicher über jeden Berg und jede Straße. Frank, kannst du schon was für deine Gesundheit tun? Okay, Monika, du kriegst das Geld für die richtige Antwort. Führst absolut mit 1650 Mark. Wow, und bist noch dran, wenn du möchtest. Wir haben noch 5 falsche Antworten. Country Joe McDonald? Ja. Kennst du bestens aus, ne? Santana. Santana? Ja. Und noch eine richtige, Monika. Oh, ich kann... Jefferson Aeroplane. Stimmt das? Ja. Meine Güte, 3150 Mark nach der ersten Runde. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Ja, Jungs, da geht er leer aus erstmal. Ist nichts zu machen. Monika, warst du dort oder was? Das gibt's doch gar nicht. Kann doch gar nicht sein. Ich habe das Video gesehen. Ach, und da hast du alle gemerkt? Ja, die haben wir gemerkt. Mhm. Also, ich weiß, dass die anderen nicht dabei waren. Magst du die Musik gern? Mhm. Ja? Was ist denn deine Lieblingsmusik? Bob Marley. Bob Marley. Ach, deswegen auch die Haare. Jetzt wissen wir es. Gut, wir kommen weiter zu unserer nächsten Runde von Riskier was. Und ich hoffe, dass Monika ihr Geld behält, dass es vielleicht sogar noch mehr wird und dass die anderen beiden auch zumindest was dazu kriegen. Leute, 2 von euch spielen in der nächsten Runde weiter. Jetzt geht es darum, wer gleich ausscheidet. Und da geht es um den Kontostand, denn der mit dem wenigsten Geld, der geht heim. Hier sind 16 neue Antworten. Alboran-Kreisblume, Schellenblume, milchweiße Flockenblume, Hartmanns-Krokus, Wiesenschwertlilie, Mühlenblume, Sumpfenzian, Schachblume, Gänseblümchen, Gänsefüßchen, Samt-Lichtnelke, Bodensee-Vergissmeinnicht, Löwenzahn, böhmischer Enzian, kleine Seerose und die Natterdottel. Damit die Blumenkinder in Zukunft auch noch was von den schönen Blumen haben, hat man sich 1986 gedacht, dass man so einige Pflanzen in Deutschland zusätzlich noch unter Naturschutz stellt. Und die Frage an euch, die lautet, welche Pflanzenarten stehen denn in Deutschland seit 1986 unter Naturschutz? Michael, du bist an der Reihe. Hm. Es geht los. Ja, Hartmannskrokus. Hartmannskrokus, ja, genau. Ja, weiter. Okay, Monika? Oh, kleine Seerose. Kleine Seerose ist? Richtig. Oh, Gott sei Dank. Ich gehe weiter. Okay, Frank, du bist ganz hinten noch. Das ändert sich jetzt bestimmt. Der böhmische Enzian? Ja. 200 Mark für die nächste richtige Antwort. Sumpfenzian. Na? Sumpfenzian? Ja. Geht es weiter? Okay, du gibst weiter. Denkt an den Hotspot, Leute. Michael, du bist dran. Schnell! Schachblume. Oh Gott, Panik. Schachblume. Ist das richtig? Ja. Gut. Weiter. Weiter. Monika. Natterdottel. Hoffentlich stimmt das. Natterdottel. Ich hab's aber geahnt. Das wäre auch ein Ding gewesen, wenn du das behalten hättest, du. Wirklich. Ich meine, ich hätte mich gefreut für dich, so meine ich es jetzt nicht, aber es wäre eigentlich... Ich auch. Es geht ja noch weiter. Frank, du bist dran. Die Wiesenschwertlilie. Die Natterdottel haben wir uns erfunden und die ist richtig. Geht weiter. Damit führst du im Moment, Frank. Michael ist an zweiter Stelle. Alboran-Reisblume. Die Alboran, ja. Weiter. Ihr habt's wohl nicht so mit den Blumen. Die Monika. Mühlenblume. Du nimmst die Mühlenblume. Es bleibt bei 0, Monika. Frank, du bist dran, komm. Ihr habt beide gleich. Gänsefüßchen? Frank, Gänsefüßchen? Nee. Nee, die gibt's als Pflanze nicht. Michael. Milchweiße Flockenblume. Milchweiße, ja. Weiter. Monika, deine Schellenblume. Ach, du bist so schnell, das ist gut. Hotspot! Oh, Mensch, da hat wieder der Frank ganz schnell reagiert. Ja, Wahnsinn, Frank. Und, was magst du jetzt?
Noch ein Radl oder einen anderen Preis vielleicht? Ich nehme das Geld. Du nimmst das Geld. Jetzt willst du es wissen und willst weiterkommen. Ja, 250 Mark, die gehören dir schon mal. Ich hoffe, du wirst sie behalten. Und ich hoffe, du wirst dich nicht ärgern, wenn wir sehen, was dir jetzt entgangen ist. Die Chem-Version des CB-Handfunkgerätes AE2800 von Albrecht Elektronik Trittau mit 12 AM und 40 FM-Kanälen. Zwei Universalgeräte für den Mobil- und Feststationsbetrieb mit Lade- und DC-Buchse für externe Stromversorgung. Aber du willst unsere Reise gewinnen, deswegen brauchst du Geld, Frank. So, und die Monika ist natürlich noch dran, wenn sie möchte. Bodensee vergisst man nicht. Bodensee vergisst man nicht, ja. Monika, du hast 950 Mark, bist an zweiter Stelle im Moment. Und wir haben noch zwei falsche und eine richtige Antwort. Was tust du? Ich hoffe, dass das die Samtlichtnelke ist. Du bist mutig. Ja, sehr schön. Bravo. Monika, oh, super. 1500 Mark, die gehören dir jetzt mal auf jeden Fall. Die hast du. Frank, du hast auf jeden Fall den Hotspot-Preis, also das Fahrrad, und 250 Mark, die gehören dir auch. Michael, 1050. Du spielst weiter? Du spielst weiter. Und wir müssen uns verabschieden, Frank. Nimm dein Blümchen. Alles Liebe. Tschüss. Die stehen echt hinter euch. Ihr steht zwischen euch. Das heißt, ich bin hier die Schiedsrichterin und darf nicht Partei ergreifen. Denn einer von euch wird jetzt gleich auch ausscheiden nach der nächsten Runde. Ja, und der überbleibt oder die, spielt dann um die große Reise hier in Riskierwas. Und ich hoffe, das wird ein Traumziel werden. Ja, und was steht jetzt an? Weißt du's? Keine Ahnung. Okay, die Pokerrunde. Weißt du, wie die geht? Nein. Gut. 12 Antworten kriegt ihr. 8 sind richtig und 4 sind falsch. Und du führst mit deinem Geldbetrag. Deswegen wirst du als erstes sagen, wie viele richtige Antworten du kennst. Dann kannst du überbieten, bis rauf zu 8. Und der oder diejenige, der oder die das Spiel spielt, oder beziehungsweise überbietet, spielt das Spiel und hat die Chance, den ersten Punkt zu machen. Mhm. Ist klar? Mhm. Bin ja mal gespannt, ob das klar war. Aber ich denke schon, wenn ihr Fragen habt, dann schießt einfach los. Hier kommen erstmal 12 Antworten. Dr. Agre, Dr. Hort, Dr. Natt, Dr. Fall, Dr. Bill, Dr. S.C. Poll, Dr. Med, Dr. Theol, Dr. Jur, Dr. Gack, Dr. Pet und Dr. Phil. Die 68er, die sind wahrscheinlich auch so inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen und werden so zum eigenen Feindbild dadurch. Ich glaube, es nannte sich auch Feindbild. Wobei ich aber der Meinung bin, dass sich das Feindbild bestimmt nicht aufs Alter bezieht, sondern vielleicht eher auf die, naja, Spießigkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so manchen Doktoren gibt, der nach wie vor ein riesen Jimi Hendrix-Fan ist. Und wir hätten von euch jetzt ganz gerne gewusst, liebe Kandidaten, was wir von Doktortitel sind. Denkt dran, wir erfinden auch einiges. Monika, du führst, was ist dein Einsatz? Was hier von so einem Doktortitel? Also ich muss jetzt sagen, wie viel ich weiß. Wie viel du weißt. Was du meinst, wie viel du weißt, richtig. Darf ich da kurz überlegen noch, oder? Ganz kurz, ich zähle ganz kurz bis 5. 1, 2, 3, also ich sag mal 4. Super, 4, okay. Michael, gehst du drüber? Nein. Nein. Monika, 4 sind geboten. Ich drücke dir die Daumen, es geht los. Was ist von so ein Doktortitel? Dr. Med. Dr. Med ist richtig. Dr. Phil. Dr. Phil. Ja. Dr. der Philosophie. Noch 2. Dr. Theol. Theol. Ja. Theologie. Noch eine Antwort, Monika. Und Dr. Jur. Dr. Jur. Ja. Ah. Monika, 1-0 für dich. Wir schauen mal, was noch richtig ist. Dr. Jo war natürlich vom Recht der Doktor. Der Dr. Agr, da geht es um die Landwirtschaft. Ich übernehme das mal, man hört dich nicht, Frank. Wie, was? Jetzt hört man mich. Ja, also jetzt. Der Dr. Agr, der übernimmt die Landwirtschaft. Ja. Dr. Hort, die Gartenkunde. Dann Dr. S.C. Poll, das sind die Staatswissenschaften. Und dann haben wir noch den Dr. Pet, natürlich Pädagogik. Natürlich. Frank, danke schön. Die anderen haben wir schlicht und ergreifend erfunden. Die gibt es nicht, Dr. Gack. So, Michael, 1-0 steht's für Monika. Das ist jetzt deine Chance, diesen Punkt zu machen. Und wenn du das tust, dann gibt's eine Schätzfrage. Wenn Monika den Punkt macht, bist du draußen und Monika spielt bei uns um eine wunderschöne Reise. Alles klar, Leute? Gut, hier sind wir, 12 Antworten. Immanuel Kant, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Gottfried Wilhelm Leibniz, Heinrich von Ofterdingen, Felix Krull, René Descartes,
Friedrich Hegel, Hubert Fichte, Erik Satie, Harald Leibniz und Jean-Paul Sartre. Wir fragen nicht nochmal nach Doktoren der Philosophie, sondern schlicht und ergreifend nach Philosophen und Schriftstellern. Wir suchen Philosophen und Schriftsteller. 8 sind richtig, 4 sind falsch. Monika de Fürst, was ist dein Einsatz? Wie viel kennst du von den 8? Was meinst du? Soll ich nochmal bis 5 zählen? 1, 2. Nein, Monika, komm. Also ich sag 4. Okay, lass uns anfangen. Michael, gehst du drüber? Ha. Das Publikum fordert 5. Ja, okay, 5. Okay, Monika. Monika, 6? Ja gut, ich sag 6. Gut, Michael, 7? Michael? Na. Das Publikum schreit nein. Okay, 6 sind geboten, Monika. Versuch's, viel Glück, komm. René Descartes. René, ja. Richtig. Friedrich Hegel. Hegel, ja. Noch 4, Monika. Immanuel Kant. Ja. Noch 3. Jean-Paul Sartre. Sartre, ja. Noch 2, Monika. Karl Marx. Karl Marx, ja. Monika, noch eine Antwort und du bist im Finale. Ich weiß den letzten immer. Oh, komm, viel Glück. Was nimmst du? Schopenhauer. Das ist, ja! Monika, toll. Guck mal, ein paar Turnschuhe, die sind für dich. Aber bevor du gehst, lass uns gemeinsam noch mal schauen, welche denn noch richtig sind. Ja, Gottfried Wilhelm Leibniz und Hubert Fichte. Okay, die beiden noch. Ja. Gut gemacht, super. Wir sehen uns gleich. Ich zieh die Turnschuhe schon mal an. Nimmst du mit? Okay? Du nimmst das Blümchen auch mit. Geh hin in Freundschaft. Mach's gut. Ciao. So, kleiner Mann. Ha, jetzt stehen wir wieder ganz alleine da, wir zwei. Das heißt, unser Publikum ist jetzt an der Reihe mit dem großen Publikumsspiel. Und das heißt, Sie können bei uns einen Preis gewinnen, wenn Sie uns ein Foto geschickt haben. Wo geht's hin? Wir schauen mal. Hotel Komfort im Landhausstil. Freuen Sie sich auf eine Woche zu zweit im Sporthotel Reutmühle in Waldkirchen. Ein Urlaubserlebnis für sportlich Aktive, ebenso wie für Leute, die einfach nur entspannen und sich verwöhnen lassen wollen. So, wir wurden soeben schon die ersten Fotos gereicht von ein paar Zuschauern, die uns noch keins geschickt haben. Wenn Sie uns auch noch keins geschickt haben, dann tun Sie das bitte sofort, liebe Zuschauer. Und zwar an Riskierwas, nein, an Sat1, Kennwort Riskierwas, Postfach in 55027 Mainz. Ansonsten schauen Sie nach der Sendung in den Abspann, da steht die Adresse auch nochmal, oder in den Videotext von Sat1, ganz einfach. So, dann kommt Ihr Foto bei uns an und dann sind Sie dabei beim Zuschauerspiel. Und alle, die uns schon eins geschickt haben, die sind auch heute schon dabei. Und wenn ich sage, Mats ab, dann zählt's. Dann müssen Sie gut aufpassen, ob Ihr Bild groß im Bild ist. Ich brauche jemanden, der mir behilflich ist. Vielleicht die Dame dort in Schwarz? Ja? Okay, dann sage ich jetzt Mats ab. So, einmal draufhauen. Ja, gut gemacht. Dankeschön. So, und da haben wir also einen Clown, einen lieben Clown. Und wir hätten gerne, dass dieser Clown uns anruft. Und zwar innerhalb von einer Stunde allerspätestens unter 0721 9 und 6 mal die 7. 0721 9 und 6 mal die 7. Eine Stunde Zeit, dann ist Timeout, dann gibt es den Gong und dann geht gar nichts mehr. Denn dann gibt es keine Reise. Wenn Sie der Clown sind, rufen Sie an. Wenn Sie den Clown kennen, sagen Sie dem Clown bitte Bescheid. Und nicht, dass irgendein Clown hier anruft, wir wissen, wer das ist. Ja, so können Sie uns nicht kommen. So, aber jetzt geht's um die Finalrunde von Riskier was. Und was steht an? Die große Traumreise. Wir schauen mal, wo es hingeht. Mit der LTU geht's nach Ägypten, ins Reich von Isis und Osiris. Freuen Sie sich auf eine 8-tägige Nilkreuzfahrt auf der komfortablen LTI Kira. Von Quina über Luxor bis nach Aswan. Auf den Spuren der altägyptischen Götter und Pharaonen wird sich Ihnen der Mythos einer längst vergangenen Welt erschließen. Viel Spaß! Monika, das wäre doch was Feines. Also, konzentrier dich, hier sind 12 Antworten für dich.
Hey Joe, Help, My Generation, Easy Rider, Are You Experienced, Satisfaction, Born to be Wild, Belly Button Window, Ain't Misbehaving, Purple Haze, Nightbird Flying und Purple Rain. Back to the Roots, Flower Power und Jimi Hendrix. Wir hätten gern gewusst, welche Songs von ihm sind. Welche Songs stammen von Jimi Hendrix? Das ist die Frage. 6 sind richtig, 6 sind falsch. Wir möchten gern die richtigen sehen. Dann geht's nämlich ab in den Urlaub. Bist du bereit? Mhm. Okay. Publikum, Daumen drücken. Zu Hause auch, bitteschön. Es geht jetzt los. Komm, 60 Sekunden, die laufen. Was ist hier von Jimi Hendrix? Ja, bleib schon ruhig. Schön überlegen, das ist wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. Noch eins. Noch eins. So, jetzt schnell, schnell. Jetzt laufen musst du ganz schnell. 5, 1 ist falsch. Welches ist falsch? Du hast noch viel Zeit. Monika, noch viel Zeit. Ein Song ist nicht von Jimi Hendrix. Du stehst total im Dunkeln. So. Ein Song ist nicht von ihm. Überleg welcher. Ich bin jetzt mal ganz ruhig, damit ich überlegen kann. Dann probier es. Wenn du es nicht weißt, ja, dann rate. Dann rate. Noch 18 Sekunden. Du musst dich ein bisschen sputen. Du musst dich ein bisschen beeilen. Ah, noch 12 Sekunden. Komm her, komm, komm. Ganz schnell. Ich höre zwar nein, aber wir müssen da punkten. 4, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Aus, Ende, aus. Ah. Keine Ahnung. Ja, da warst du mit 5 ja schon super dabei. Ja. Schau mal, was denn richtig ist hier. Was fehlte dir denn? Hey Joe fehlt noch und Belly Button Window. Belly Button Window. Ja, Frank, vielen Dank. Na ja, man kann ja nicht alles wissen. Und ich meine Urlaub, ach, brauchen wir doch gar nicht. Hier was läuft ja im Fernsehen. Ich danke dir. Guck mal.